So, guten Morgen. Wir haben heute unseren Autor Peter Pahl bei uns, der seinen Debütroman Lieber Josef geschrieben hat und mit der Europa Verlagsgruppe veröffentlicht hat. Peter Pahl wurde 1940 in Meiningen, Thüringen geboren, ist bis zum 17. Lebensjahr in der DDR aufgewachsen und nach einer Ausbildung zum Kaufmann kehrt er der DDR den Rücken, um in Berlin seine Freiheit zu suchen. Er lebte mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in Göttingen, gründete 1972 seine eigene Firma und ging 2009 in den Ruhestand und widmete sich somit dem Schreiben. Sein Debütroman Lieber Josef ist die Geschichte einer Generation, die alles erlebt hat, was nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland passiert ist. Es ist ein Bildungsroman, in dem Kinder langsam erwachsen werden und sehr früh den härtesten Fragen des Lebens gestellt sind. Diese beantworten müssen über Wahrheit, Politik, Religion und Freiheit. Lieber Herr Pahl, was hat Sie zu diesem Buch inspiriert? Ja, eigentlich hat mich das inspiriert, dass ich ganz gerne hätte, dass man nicht vergisst, was in der DDR mit Kindern passiert ist und wie Kinder und Jugendliche in der DDR gelebt haben. Es waren teilweise sehr schöne Zeiten, obwohl die DDR ja mitten eine kommunistische Diktatur war. Aber wir haben als Kinder auch unsere Freiheit gelebt. Und das war sehr wichtig. Und da wir ja nun schon über 30 Jahre die DDR nicht mehr haben, bin ich der Meinung, die Jugendlichen, die heute ihre Freiheit leben, sollten eventuell auch mal daran erinnert werden, dass Jugendliche und Kinder eine eingeschränkte Freiheit oder eine vorgeschriebene Freiheit hatten. Das ist eigentlich der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich verstehe. Dann erzählen Sie uns doch ein bisschen mehr noch über den Inhalt. Der Inhalt beginnt eigentlich damit mit der Schule, wie wir Schule erlebt haben. Wir haben ja Schule anders erlebt als heute. Es gab früher bei uns kein Internet. Wir haben eigentlich noch als Kinder mit einer Schiefertafel und Griffeln schreiben gelernt. Wahrscheinlich weiß niemand mehr, was ein Griffel ist. Das ist es. Und das sind alles Dinge, die zu einem langen Leben gehören. Und wenn ich heute sehe, was die Jugend heute hat, die hat wesentlich mehr, aber auch wesentlich weniger. Sie haben wesentlich mehr Technik, sie haben wesentlich mehr Freiheiten. Aber auf der anderen Seite gehen die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr, sehr weit zurück. Bei uns, als wir Kinder waren und Jugendliche waren, haben sich Freundschaften gebildet, die heute noch existieren, und zwar intensiv existieren. Okay, vielen Dank. Ist dieses Buch einer bestimmten Zielgruppe gewidmet? Eigentlich nicht. Wir müssen auch ganz einfach davon ausgehen, die DDR war ein Teil Deutschlands. Und da kann man nicht hergehen und kann sagen, ich widme das einer Zielgruppe. Da muss man einfach sagen, Menschen, die sich dafür interessieren, wie das in der DDR wirklich war und die Unterschiede mal zwischen DDR und der Bundesrepublik sehen wollen, das ist eigentlich die Zielgruppe. Man kann nicht hergehen und kann sagen, ich schreibe ein Buch für ganz bestimmte Leute. Ich weiß nicht, wer Interesse daran hat. Ich fände es nur gut, wenn Interesse besteht, denn man muss ja davon ausgehen, Teile unserer Generation haben ja noch Krieg erlebt. Und Krieg hat seit vielen, vielen Jahren niemand mehr erlebt. Wir haben eigentlich Frieden, zwar haben wir dauernd eine Bedrohung durch irgendwelche Parteien und durch irgendwelche Gruppen, die mit Gewalt unbedingt was erreichen wollen, aber eigentlich ist es eigentlich noch eine ganz tolle Sache, dass seinerzeit die Bürger der DDR eine Revolution ohne Gewalt gemacht haben. Und das ist
Das sollte man bedenken und das ist eigentlich auch der Grund, damit man sich mal erinnert, was ist denn eigentlich nach 1945 in beiden deutschen Teilen passiert. Das ist eigentlich der Grund, denn das, was in der DDR passiert ist, ist doch schon zum größten Teil vergessen. Die Leute, die heute 30 Jahre alt sind, haben doch gar keine Erinnerung mehr dran. Das stimmt, Herr Pahl. Vielen Dank für dieses interessante Interview. Lieber Josef, der Debütroman von Peter Pahl ist nun im Paperback-Format in allen Buchhandlungen und als E-Book in allen Online-Stores erhältlich. Eine Veröffentlichung der Europa-Buch-Verlag-Gruppe.